Soll ich nochmal Kerolat verhauen? Aber Uda kriegt. Der ist ja sowieso immer auf Krawall gebürstet hier, wenn ich in seiner Nähe bin. Guck mal hier. Warum auch immer der gleich drauf geht. Ja. So ist es doch ganz einfach. Wo ist denn deine Waffe jetzt? Ich will die jetzt nicht unbedingt haben, aber ich habe Angst, dass er die dann sucht und das Spiel dann so ein bisschen verbuggt. Ja, man muss auch so ein bisschen mit Gothic-Logik hier denken. Oh. Keiner hat gesehen. Ich dezimiere die Burg hier. Keine Szene, wo man die Leute wirklich braucht. Jetzt habe ich schon zwei umgebracht von den Jungs. Drei, mehr sogar noch. Ja, ich bin euer Freund und Helfer. Oh, das ist eine... Cool, der hat einen Schlüssel dabei. Hey, kriege ich dafür die Tür auf? Der Wahnsinn. Geil. Links, 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 rechts, rechts. Links, links, rechts, rechts, rechts. Na, links, links, rechts, 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 links. Was sind da so drin? 38 Goldstücke. Ach du Scheiße. Wie wollte ich denn mein Leben ohne leben? Da bin ich hier. Das war ja jetzt. Mein lieber Mann. Rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts, 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 links. Und was? Das ist so ein Unsinn. Warum mache ich die Truhen eigentlich überhaupt noch auf? Ich glaube, das klemme ich mir in Zukunft. Da ist nichts drin, was man irgendwie brauchen könnte. Ich dachte, das wäre hier euer Lagerraum. Da muss noch ein paar so gute Sachen drin sein. Was ist hier denn drin? Okay, magisches Erz. Das ist wiederum klasse. Ist aber auch schon Ironie des Schicksals, wenn man mal so drüber nachdenkt, dass mit magischem Erz hier früher gehandelt wurde und das in Unmengen verfügbar war. Und mittlerweile braucht das jeder. Hat keinen Mensch davon. Der hat einen Namen, deswegen werde ich den gleich mal kurzerhand wiederbeleben. Ja, tut mir leid, Kumpels. Das muss ich einfach machen. Die Klaue Belias, sie ist so ein bisschen heftig. Das ist wie so ein Hund, den man nicht an die Leine legt. So ein Dobermann ist das und der frisst alle. Was ich mal mitgekriegt habe, ist, dass die Waffenknechte alle mitmachen. Aber die Ritter, die gucken sich das alles nur ganz entspannt an und sagen dann, nö, mach mal nix. Das ist ein ganz fairer Kampf hier. Ja. Ich guck gerade mal meine Erfahrungspunkte an. Ja, so ein bisschen was brauchen wir noch, aber nicht mehr so viel. Leute, ich könnte mir vorstellen, dass sich einige von euch jetzt beschweren, dass ich hier so ein bisschen... Ja, es ist ja beinahe schon ein Randalieren. Aber das ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich das tue. Da gibt's Erfahrung ohne Ende. Und solche fiesen Ritter, die vermisst doch keiner. Und dass die Klaue Belias die dann alle umbringt, das ist eben eine schwarze Magie, mit der die sich hier anlegt. Ne? Was ich gerade nicht weiß, ist, kommt die Klaue Belias mit ihrem fancy Super Laser eigentlich auch durch die Parade von den Rittern durch? Ich glaube nämlich ja. Deswegen reiß ich hier die ganze Zeit immer nur hin und her und lass den kleinen Mann fliegen. Oh Mann. Gut. Ja, ich glaube, das war's jetzt aber auch an lustigen Verschnetzeleien. Hab ein paar Ritter getötet. Bin hier der Heftige. Gut. Damit hätten wir's. Ich gehe jetzt erstmal noch hier in Richtung Thronsaal. Und ich habe mir gar nicht den Timer gestellt für den nächsten Part. Ah, ist egal. Ist egal. Ist egal. Wer ist er denn? Parsival. Kann ich den mal hier auch mitkommen lassen? Ja, kann ich. Aber ich glaube, das macht so ein bisschen Aufsehen, wenn ich den umbringe. Habe ich noch Marvin Mode an? Der darf nämlich nicht sterben. Bae. Ich fühle mich gerade wie Spider-Man, weißt du? So, von wegen, man darf seine eigene Kraft. Alarm! Was ist denn jetzt? Junge, willst du wirklich mit mir kämpfen? Nee. Leg
so daneben und schießt trotzdem mal da. Weg mit der Waffe. Das tut mir leid. Haut sich den Schädel. Sag mal, kämpft er da gerade mit dem Lüppel? Steckt deinen Ass wieder ein. Deine Fresse. Na bitte, geht doch. Er musste deswegen sterben. Das ist... Die können doch mal die Füße stillhalten hier, ne? Hi. Ich sehe es nicht gerne, wenn es Schlägereien zwischen meinen Männern gibt. Jetzt geht's, pass auf. Also wirst du deine Strafe dafür zahlen. Wie viel? 400 Goldstück. Auch so, für achtfachen Mord. Na gut. Ich will die Strafe zahlen. Gut, dann werde ich die Jungs wieder beruhigen. Aber mach so einen Scheiß nie wieder. Na. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Man erzählt sich ja so einiges. Das darfst du keinem erzählen, was ich hier alles angestellt habe. Kann ich Garond eigentlich... Na, jetzt ist vorbei. Es ist nämlich so, dass diese Soldaten, die ja alle in der Burg sind, die sind für die Story weiterhin nicht wichtig. Also, da kann ich schon sehen, wie ich will. Was macht ihr denn hier? Da ist nichts zu holen. Hat man euch hier hingezerrt, um eure Leichen vor dem Feuer zu wärmen? Oder wie habe ich das zu verstehen? Sie spielen hier Schabernack mit den toten Leuten. Das ist voll gemein. Die sollen immer Störung der Totenruhe und so weiter. So böse bin selbst ich nicht. Na gut. Und die müssen hier mit Holz üben. Wenn die Orks jetzt reinkommen, die alle mit so einem kleinen Ast, die... Bip, 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 bip. Na, toll. Hey, du! Ich hab eine Idee. Ich hab wirklich eine geile Idee. Ja. Wo ist sie denn? 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 Ich finde sie gerade nicht, Mensch. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hab ich die überhaupt? Hab ich die mir nicht gekauft sogar hier? Wo ist denn die Windfaust? Meine Fresse. Habe ich die nicht? Doch, da ist sie doch. Hallo! Falcon! Mann! Lief ja super. Also, echt, 10 von 10. Auf der Mauer, auf der Mauer. Lauer. Ne, auf der Mauer. Noch Maddie. Ey, hör mal auf, so einen Scheiß zu erzählen hier. Auf der Mauer, auf der Lauer steht ein kleiner Waffenknecht. Seht euch mal den Waffenknecht an, der nicht von der Mauer will. Auf der Mauer, auf der Lauer liegen kleiner Waffenknecht. Hallo. Ich dachte, der fällt da runter. Das ist viel lustiger. Aber er will ja nicht. Dann eben nicht. Es ist aber schon bemerkenswert, dass diese Milizen, also nicht die Milizen, sondern die Ritter, dass sie mehr Erfahrung geben als so komische Orkse. Aber die sind nicht so stark. Ihr habt gesagt, es würde hier irgendwie so einen Bug mit einer Ramme geben. Ist mir neu, weiß ich nicht, was das ist. Aber kann ich mich ja gerne demnächst mal schlau machen. Jo. Da wir jetzt die Fancy Claw Billias so gut benutzen können, werde ich mal mich darum kümmern, diesen komischen Super-Ork da wegzufletschen. Ja. Jetzt speichere ich nochmal auf Moin. Tag, Moin. Und Verwandlung. Jetzt ist Uda wieder sauer. Alarm! Alarm! Hi! Huga Chaka, Tüff, Tüff, Huga Chaka, Huga Chaka, Huga Chaka, Tüff, Tüff. So, Schluss mit Langeweile. Jetzt gibt's was mit Titten. Wo sind die Jungs denn? Da oben. Mal gucken. Das muss ich jetzt relativ intelligent machen. Sonst kriege ich hier nur wieder auf die Fresse. Dämon, Feuer, Pfeil. Ich wollte das eigentlich mal so versuchen. Einfach so rein und dann Explosion. That's what she said. Wie viele sind denn? Oh, das sind mir noch zu wenig. Wo ist denn dieser Zauberer? Der muss auch hier irgendwo sein. Hallo, springst du halt mal auf diesen Baumstumpf drauf? Okay. Dann hau einen raus.
Das lief ja besser, als ich dachte. Da ist nichts zu. So. Okay. Was ist das jetzt? Wieso habe ich hier ein anderes Schwert auf einmal? Hä? Runenmacht? Was ist das für ein Unsinn? Das will ich gar nicht. Ach, das ist wegen Verwandlung. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts. Da gab es aber gerade schön Erfahrungspunkte. Da ist nichts zu holen. Gut, dann habe ich zwei Sachen zu berichten, wenn ich wieder zurückkomme. Durch diese ganzen Soldatenverkrüppelungen habe ich jetzt relativ viele Heiltränke. Das ist auch einer der Gründe, warum ich da gerade so ein bisschen randaliert habe. Ja, und was Spaß macht. Also, wollen wir mal dem Teufel ins Gesicht sehen. Ist jetzt nicht so, dass ich das Spiel spiele, um mich zu langweilen. Nee, nee. Also, das hat schon ein bisschen Freude gemacht. Da hatte ich so ein kleines Grinsen auf den Lippen, als ich da richtig durchknütteln konnte. Und ihr könnt mal ganz schnell weg von mir bleiben. Also, Feuerwarane, es ist für mich ein bisschen dubios. Also, wir haben zwar eine Drachenjägerrüstung, aber gegen Feuer zieht die überhaupt nicht. Also, ich habe jetzt Schutz vor Feuer 75, aber ich habe gerade mal gemerkt, also Feuer und Magie, Magie ist ganz schlecht. Wenn die da mal so andere Angriffe machen, dann kriege ich hier nur auf die Fresse. Das haben wir ja gemerkt, als ich gegen diesen, na, sag schnell, gegen den Suchenden gekämpft habe. Was? Will er Stress? Nee, Stress habe ich leider nicht im Angebot. Scholli. Stress gibt's bei mir heute nicht. Schade, ich würde auch mal gerne wieder Stress machen, aber das ist heute nicht vorgesehen. Apropos Stress. Stress gibt's jetzt. Jetzt muss ich nämlich gegen diesen Golem hier oben kämpfen, der uns letzte Mal so richtig schön mit einer kleinen Backpfeife hier vom Felsen geschmissen hat. Ich werde mich jetzt einfach mal intelligenter... Sag mal, wie soll ich das eigentlich machen? Was hat er denn für eine Hitbox? Moin, Tag. One Hit. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen stärker geworden bin, ne? Ja. Haben uns jetzt mal schön einen Schlucker. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreie nicht weiter. Oh, nicht Schlucker. Ich glaube, da ist noch ein Echsenmensch, der von mir ein Foto haben möchte. Ah, dieser Laser von der Klaue Belias ist einfach durch nichts zu ersetzen, Leute. Da habt ihr schon recht. Damit kann ich hier alles töten, was ich will. Hi, ich bin wieder da. So, die holen wir mal einzeln raus. Was will er denn da oben jetzt? Hier bin ich. Wie hoch geht das insgesamt? Also dieser Wahrscheinlichkeit, dass da so ein riesen Laser vom Himmel fällt. Das ist ja schon nicht zu verachten, ne? Hier sind wieder zwei... Gleich ist da wieder ein Drache. Der kriegt auf die Fresse. Ich mach mir gar nicht die Mühe, das da alles abzuflohen. Durch unsere Schmiede haben wir genug Geld. Und auch die Paladin-Schwerter, die dürften eigentlich einiges kosten. Guck mal, kosten jeweils 800. Wir finden nirgendwo einen Händler, der so viel Gold dabei hat, dass er uns alles abkaufen könnte, was wir haben. Das ist doch so, dass die Händler auch Gold haben müssen, oder? Wie war das in diesem Spiel? Bin mir gerade unsicher. Ich glaube ja... Ja, dann tanzen wir ein bisschen hier. Hallo, wo ist mein Laser? Dice Lasers! I am the Laser Man. I can the Laser. Of Doom Shit. So, bevor wir jetzt hier wieder alle Amok laufen, werde ich jetzt nochmal meine Heiltränke zischen. Spiel speichern. Und los geht's. Hallo? Ich kann es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich fürchte, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt bloß nicht, dass du mich herausfordern willst. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Nicht so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst.
Deine Macht wird nicht von Dauer sein. Der ist so ein bisschen pissig, ne? Wer bist du? Mein Name ist Fiomata. Und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Jeder Drache hat doch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich. Wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Bin auch froh, dass ich keine Flügel habe. Wie kann ich euren Meister finden? Gar nicht. Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorat errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Ah. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorat finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. Wenn dir Irdorat kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. Was ist jetzt denn dies? Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Ja, jetzt sehen wir nichts. Versuchen wir es mal mit dem Golem. Hi. Ist das ein Dämon? Gibt's auch. Hi. Nee, das hat gar nicht gewechselt. Ich hab gar keinen Dämon mehr. Doch, da ist er doch. Jetzt bashen sich die ganzen Golems gegenseitig. Ich glaube es auch. Was ist das hier eigentlich wieder für eine Kasper-Veranstaltung? Einmal mit Profis. Es ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? So, Fiomata, komm mal her. Bart, komm mal her. Ach ja, komm mal du hier. Ja. So, der Dämon reißt jetzt. Und da geht er down. Und der Dämon kriegt jetzt auch mal einen auf die Fresse. Wenn wir mal nur vom Schaden ausgehen, dann sind Dämonen doch stärker als Drachen. Das hätte ich nicht gedacht. Da ist nichts zu holen. So, der ist jetzt tot. Okay, wo war denn jetzt sein Horst? Irgendwo hier muss doch so eine Passage sein, wo ich raufklettern kann. Das hier, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ah, da, ach, guck mal einer an. Da ihr gerade mal Christus Redentor macht hier bei mir, mache ich das mal mit dem Marvin-Modus. Um nicht mein ganzes Leben lang in diesem Bug gefangen zu sein. Habt ihr das gesehen? Der hat dieses Kinderspiel gemacht. So groß bin ich! Ja, ja. Illes Langschwert. Lederbeutel. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir hier nochmal auf einen Söldner treffen, der uns hilft. Aber machen die ja nicht. Die ganzen Drachenjäger, das ist sowieso so ein Schießbudenverein. Die kommen gar nicht und helfen. Die stehen hier einfach nur so doof rum, drehen ihre Scavenger, trinken ihr Bier und machen nichts. Das ist, nur nach außen hin muss das dann gut aussehen, ne? So eine Leute, das kann ich ja haben. Gut, gehen wir mal zurück zur Burg. Laden das Auge Innos wieder auf und ich würde sagen, dann ist aber auch gut für heute. Wir haben nämlich einen ziemlich langen Part wieder, aber das muss ja auch mal sein. So, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.